Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch ihr mal dieses Video seht. Freunde, ja, 2 Monate, einmal, keine Ahnung, ist egal, ne? Ihr wisst Bescheid, alles gut, dies, das, Ananas, aber wir haben was Neues von fucking Moon Diego. Mazel Tov, und da muss ich natürlich reinhören. Naja, ist ja keine Frage. Klar, wir haben auch Man in the Mirror. Den gibt's natürlich auch. Wenn ihr Bock habt, dass ich eine Reaction auf Man in the Mirror macht von Zeus Avi. Weil den Song, den gibt's halt auf YouTube und anscheinend soll der sogar heute auf Spotify kommen. Keine Ahnung. Wenn ihr das wollt, können wir das gerne machen. Keine Ahnung warum. Könnt ihr gerne entscheiden, wie gesagt. Und ja. Alles klar, Chef. So, was haben wir? Credits, Beat, Ocean, Cover, Digital Fix, FX, Video bei LXN, Grüße gehen raus an dich, Bro. Thumbnail bei Moon Diego, Lyrics bei Moon Diego, Mixmaster bei Moon Diego auch, okay. Recording bei Moon Diego, klar. Digital FX, Ocean, alle Rechte gehen an Moon Diego und Rock Bottom Mafia. Alles klar, Chef. Dann hätten wir was, ne? 7 Minuten 4. Ich bin gespannt, ich habe mir den Trailer hier gerade nochmal angeguckt. Oder ich bin da einfach drin, ich küsse deinen Kopf, ich hab's dir ja schon geschrieben. Und dann würde ich sagen, fucken wir nicht lange drum herum und gehen einfach rein, Digga. 7 Minuten 4, ich bin gespannt. Das ist jetzt auch, glaube ich, 8 Monate. Oder warte, ja? Boah, kam von ihm. 7 Monate, ist crazy. Album immer noch. Oder das Album war crazy, Digga. Gespannt, Digga. Auf jeden Fall epischer Beat. Epischer Beat ist am Start. Oder Mix Master ist ja komplett anders. Ich weiß nicht, wer vorher das Mix Master gemacht hat, ob er das vorher auch gemacht hat. Das gucken wir einmal. Denn das klingt voll anders. Mixmaster, doch, ist von ihm selber gewesen, damals schon, okay. Oder es klingt komplett anders, aber es klang auf den ersten Hörer klang das relativ clean, Digga. Schön, schön. Oder Lines, stabil, finde ich cool. Ich feiere das Mix Master. Also es gefällt mir so, das klingt so clean einfach, so keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. So, Bruder, also auch wenn wir jetzt, ich weiß, wir gehen jetzt gerade zum dritten Mal, glaube ich, auf den Kanal, aber ist scheißegal, weil guck mal, ne, also die Songs, die waren Bombe alle vorher so, ne? Aber hört euch mal vom Rap-Part her. Einfach meine Pumpgun, Hurensohn, lass die Kampfansagen stecken, mein größter Kampf ist immer noch nicht den Hausertraum zu weg. So, und jetzt hier. Jetzt ein Penner, dich sieht, Sunny, der Mac of the Streets. Ist komplett anders, Digga. Aber finde ich geil. Ist jetzt nicht krass besser oder krass schlechter oder so. Aber ey, mir gefällt es auf jeden Fall. BBM Champions League, Julien Suren so Mann. Jetzt ist die Hure am Rollen. Ich mach die Mütter von Rappern zu ein paar Noten von Kralle. Ey, ich zerfick mit Makarab den Panda-Kopf. Wenn ich dich nicht fick, dann machst du Shinjara mit Dragunov. Was erzählst du, dass du Gatsche schießt im Business? Du bist nur der Rest von meinem Crunch und Weed im Gibbet. Es kommt erfolg. Schön, schön. X-Wellen, 22 Zoll Felgen. Ich werd von Leuten abgefeiert, so wie Volkshelden. Ich lade. Was? Zoll Felgen. Ich werd von Leuten abgefeiert, so wie Volkshelden. Okay. Ich lade Impala so die Waffen. Es geht von unten nach oben, so wie Megalodon-Attacken.
gibt von unten nach oben wie Megalodon-Attacken. Ja, okay. Von unten nach oben, klar, der, ne, der Hai schwimmt nach oben. Ja, okay, check ich. Schön. Episch, Bruder. Schöner Beat. Todes ignorant, Kokain verpackt, Money Dego, ich werd von der Polizei gejagt. Immer noch Pokade für der Hand, immer noch dope bist in diesen Parts. Per Magazine der AK, wenn du die Schulden nicht bezahlst. So viel Leute, die mich ficken wollen im Hintergrund. Denn jetzt steht der Money im Mittelpunkt. Letztes Jahr Hasatan, Album of the Year. Ich hab euch geschworen, dass ich Bastard rasier. Oder ich sag dir echt, kann man nicht meckern, Bruder. Weil mir gefällt es gerade sehr, dass es mehr nach was Eigenem klingt. Versteht ihr, wie ich meine? Weil Diego hat ja oft, sag ich mal, die Kritik einfach mal bekommen, wo es halt gesagt wurde, dass er halt einfach nur die Lines kopiert. So, ne, ist, mag ja sein, ne, habe ich ja auch gesagt, ist so gewesen. So, ich finde, das kommt hier deutlich anders rüber. Natürlich hatte hier die ein oder andere noch dabei, so, ne, wie am Anfang, ne, angelehnt an Rosa von Dawn, glaube ich, war das, oder angelehnt an Apocalyptic Endgame, keine Ahnung. Und es kommt mir auf jeden Fall mehr vor, als wenn er deutlich mehr eigene Lines reingepackt hat. So, das finde ich sehr wichtig, Bruder. Das habe ich ihm immer gesagt, dass mir das, dass das Einzige ist, was mir noch gefehlt hat. Dass er mehr eigene Lines bringt. Ich habe euch geschworen, dass ich Bastarde rasier. Auch wenn zu viel Steine auf meinem Weg lagen, baller die Parts, als würde ich ne MG lagen. Mich hat das letzte halbe Jahr ziemlich hart gefickt, Mann, und keiner konnte sehen, dass ich innerlich zerbrich. Doch ich lasse mich nicht unterkriegen, auch wenn sie sagen, dass der Money-Hype unverdient ist. Diese Fotzen haben nie an meinen Traum geglaubt. Doch ich habe mir das ganz alleine aufgebaut. Stark. Wieder lasse ich AK-Geschosse hageln, denn ich war zu lang im Schatten. Baller wieder mit der Tag aus dem Reich. Hab euch in den Arsch gefickt, wie die echt drauf von euch. Tag aus dem Reich, hab euch in den Arsch gefickt, wie die echt drauf von euch. Komm mit McTens und Kelly. Oh ja, ich kann nicht, die hat mich gefickt, Digga. Die hat mich hops genommen, Digga. Das hatte mehr Leute auf das Moon Comeback als auf das GTA 6 Release. Heute mit der Million durch Glasseelen. Ich kümmere mich um WeTransfer, so wie Bas Behrens. Baller die Parts und diese Abwehr, sie wollen die Gangster testen. Doch wenn ich sie mit der AK treffe, ist sie immer nur Blut. Ich warm, Aura zieht in die Luft, so wie mein Gibbet qualm. Irgendwann gehören Pedos in den Knast wie Lindemann. Ich battle euch auf Sparflamme easy. Nimm deinen Hund mal an die Leine, Bastard, paar Hanbakili. Sehr schön, sehr schön. Ja, er hängt bald auf Schwanzparty. Steht eben in der Luft und man wird high von den Abgasen. Sehr gut. Es ist auf jeden Fall vom Aufbau her angelehnt an Apocalyptic Endgame. Auf jeden Fall. Ja, dass er halt immer so Parts bringt. Dann diese Pause, dann wieder reingeht in den nächsten Part, so wie auch mit dem das Video auch relativ gleich, ne, verstehe ich, aber finde ich, ist nicht schlimm, finde ich, ist cool gemacht, Digga. Sie warten auf Mon Diego und dass ich Deutschrap erneut rette. Killer Rap mit der AK-47, roll mit goldenen Voice-Fagen. Bin mit Call of Smoke im Mai, brauch Dribbles, bei mir läuft höchstens Philo, wenn mich Scheiß verschüttert. Pull up in einer City in einem Maybach Black, weißer Benz, der Netkei glänzt. Ich fick in der Feature, mehr dich keiner kennt. Wie Knebatte Mafia, die Crunching Gang. Gang Raids, get that way. Kapitel, du rappest so wie Champagne. Satanel Diablo, ich lade die Marken und voll mit der Ammo, mach kein Bang. Und oder bisher gefällt mir der Part am besten, vom Flow her. Netkei glänzt. Aber
Ich meine, das, ich finde, da sind wieder kleine Verständlichkeitsprobleme. Genau hier zum Beispiel gerade. Und ist man euch mit Mutter, macht ihr auch ficken Bälle mit Gangmembern. Ihr seid keine Stars, ihr seid nur Pisser mit einem Bandana. Billig Signings, fick die Einsen, sie sind verbindet vom Narkotik. Zani, Gibo, Fike, Angel, das Trap wie Taliban, stimmt Kabul-Krieg. Presse die Ware zum Holland-Preis, Bullets fliegen wie ein Columbine. Ficke diese Huren sind in der Ecke, fertig damit, der die Google kostet den Dollarschein. Packe das Jado, Latin, sie bin ab wie Mami Cannabis, Fliffis, die Kalasch, die Clips. Mafia-Klick und das Platten im Bitch wie das Kameralicht. Ich halte nichts von Rappern, lade meine Hektar, AK eng, der Best auf Schute los. Nagel deine Schwester, baller auf die Rapper, jeder von ihnen ein Hurensohn. Google High Class in Bentley, muss hier Lago und McCann's. Auf Kelly's Frank, auf Mary Jane, deutsche Rappers sind Danik. Rapper sind in den Beams, das zeigen nur Wellblade. Hast hat den Apple, ist gefickt, die Bitches bei Jackmates. Ja, meine Gats sprayed, hab immer die Mac 10 mit. Baller die vollautomatischen Bullets, das ist Endgame, Bitch. War verwickelt in Parut-Street-Gefechten. Durchleiche euch trotz schusssicherer Westen wie ein Durstlöscher-Päckchen. Militant und krank, Moni Diego, meine Finger sind verkrampft. Von Trigger-Up und der Gun, Moni Sohle Nummer 2, Bro, das ist der Kammer. Es geht zum Anfang und ich shoot auf euch mit Pumpguns. Sunny Diego, Mann, ich lade meinen Ballermann. Kugeln für die fucking Huren, so eine Happy Hanukkah. Stark, stark, Digga. Es geht zum Anfang und ich shoot auf euch mit Pumpguns. Sunny Diego, Mann, ich lade meinen Ballermann. Kugeln für die fucking Huren, so eine Happy Hanukkah. Leute, bist du da, beim Moni übernimmt es das Game. So viele Krisen, aber wurde endlich wieder belebt. Gib mir nicht schriftlich, das schlägt die Gamme, liege Dreckszene. Besser stör mich nicht, wenn ich im Maybach-Truck das Geld zähle. Sunny Diego reunited mit dem Boss. Schmuggeln weiter in den Kofferraum von Maybach Tonnen Ort. Ich finde, er erklärt, also so vom Erzählen her, wisst ihr, so vom Storytelling und so, finde ich, er bringt er sehr gut auf den Punkt, Digga, so, er kommt schnell zum Punkt, so, versteht ihr, wie ich meine? Da hatte ich auch manchmal früher so ein paar, ja, was heißt Probleme hier, ne, so ein paar, bitte, ja, Kritik geäußert gegenüber Moni selbst, so privat halt, dass mir manchmal entweder die Zusammenhänge fehlen, ja, oder dass er viel um den heißen Brei drumherum redet. Und das macht er hier überhaupt nicht, finde ich. Maybach-Truck, das Geld zähle. Sunny Diego reunited mit dem Boss. Schmuggeln weiter in den Kofferraum von Maybach-Tonnen-Ort. Panzerglas ist Dreck, Ballermann macht Bang. Und ich stimme deinen Gig mit dem Shadow-Mafia-Clan. Waffen sind bar bezahlt von Vaterstaat. Ich kille den Judas, als wenn wir beim letzten Abendmahl. Cannabis im Blunt, ich bin higher als Rooftops und hänge mit Kolle in nem Maybach mit Jugos. Todeskombi wie ein Leichenwagen. Schicke dich, wenn ich aus dem Maybach Palle einfach schlafen. Mach nicht auf Mac in dem Dorf, denn ihr seid alle höchstens Trees mit nem Refuge davor. Sieht sie Nasenstoff, ich dagegen zerballer Kopf. Sunny Diego, ich komme mit Makarov und Dragunov. Da Tiere wie ein Mafia-Boss, Schachzüge wie Kasparov. Doch ich glaube, es wird endlich Zeit für Mazel Tov. Stark. Oho. Bitte, ja. IAI Album 2. Steht da ein Datum? Schade. Schade. Geil. Geil. Sehr geil. Oder, ich sag dir ehrlich, das Ding hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich sehr, sehr gut. Ja. Oder Mixmaster hat mir sehr, sehr gut gefallen. War mal auch was Neues. Ja. Flows. Sowieso, der Bruder kann rappen. Ja. Da gibt's keine Zweifel, sag ich's mal so. Auch als, ja, als Kosher. So. Oder Kosher, seine Tricks sind wirklich. Oder. Die sind echt nice. So. Ne, jetzt letztens vor einem Monat hatte der einen neuen rausgehauen. Reset 2. Oder stabiles Ding, habe ich ja auch drauf reagiert. Ist auch auf dem Kanal zu finden, wenn ihr euch das noch nicht angeguckt habt. Gerne anschauen, Link ist in der Beschreibung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder, wenn du das siehst, ich küsse dein Herz, Bruder. Du hast gefickt. Du hast alles auseinandergenommen, meiner Meinung nach. Ja, du hast wirklich ein sehr, sehr, sehr stabiles Ding abgeliefert. Und ich bin sehr stolz auf dich, Digga.
Ja, und ich freue mich sehr auf das Album. Ja, und deswegen wisst ihr, was zu tun ist. Link ist in der Beschreibung von dem Song und so weiter und so fort. Ihr wisst, was zu tun ist. Abo da lassen, Daumen oben da lassen und so weiter und so fort. Auch gerne natürlich bei Mondego, ne? Der Junge hat es mehr als verdient. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.